Bis zuletzt hatten alle auf ein Wunder gehofft. Doch nun ist es traurige Gewissheit. Die Besatzung des Tauchboots Titan ist tot. Das bestätigte die US-Küstenwache in Boston am Donnerstagnachmittag Ortszeit. Zuvor hatte auch die Betreiberfirma Oceangate den Tod der Abenteurer vermutet. Heute Morgen hat ein Tauchroboter von der Horizon Arctic aus, ist zum einen losgeschickt worden und hat dann Trümmerteile ungefähr 600 Fuß entfernt vom Titanic-Wrack auf dem Meeresgrund gefunden. Im Folgenden haben wir weitere Trümmerteile aufgefunden. Nach der Konsultation mit Fachleuten unseres Suchteams sind diese Trümmerteile eben mit dem katastrophalen Verlust der Druckkammer verbunden. Daraufhin haben wir sofort die jeweiligen Familien, die Angehörigen informiert. Im Namen der US-Küstenwache und des gemeinsamen Teams möchte ich meine tiefste Anteilnahme an die Familien ausdrücken. Ich kann mir nur vorstellen, wie es für sie gewesen sein muss. Und ich hoffe, dass diese Entdeckung auch eine Art von Trost liefert in dieser schwierigen Zeit. Ein ferngesteuerter Tauchroboter hat die Überreste des Mini-U-Boots gefunden, in der Nähe des Titanic-Wracks, in 3800 Metern Tiefe. Es soll sich um mindestens 5 Teile handeln, darunter ausdrücklich auch die Druckkammer, in der die Menschen saßen. Das Mini-U-Boot ist implodiert. Grundsätzlich haben wir 5 große Trümmerteile gefunden, die uns hier stark angezeigt haben, dass es sich hier um die Trümmerteile des U-Bootes handelte. Wir haben ein Trümmerfeld aufgefunden am Wrack der Titanic. Wir haben also auch Teile der Druckkammer, der Luftdruckkammer entdeckt. Das hat uns gezeigt, dass es zu einem katastrophalen Vorfall gekommen sein muss. Kurz danach fanden wir ein kleineres, weiteres Trümmerfeld. In diesem Trümmerfeld befanden sich unter anderem das zweite Ende dieser Luftdruckkammer, die eben dementsprechend also die Zerstörung dieses U-Bootes darlegen. Wir tun weiterhin unser Bestes, um weiterhin hier zu klären, was da unten noch zu finden ist. Das Mini-U-Boot war seit Sonntagvormittag Ortszeit vermisst worden. Es war mit 5 Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen Titanic. Etwa 1 Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff plötzlich ab. Warum die Titan geborsten ist, ob sie etwa zuvor mit dem Wrack der Titanic kollidierte oder ob das Material dem enormen Druck durch Ermüdung nachgab, steht noch nicht fest.